Was war es für Sie damals für ein Gefühl, Weltmeister zu werden? Ja, das war ein gutes Gefühl. Ich war ja der Jüngste auch in der Mannschaft. Und dass ich das erleben durfte, ja, da erinnert man sich immer wieder gern dran. Wenn Sie so zurückblicken auf Ihre Karriere, was waren so die schönsten Momente? Ja, selbstverständlich, der schönste Moment war die Weltmeisterschaft. Und dann bei uns in Kaiserslautern die deutsche Meisterschaft, die wir da erreicht haben. Und wenn man solche Sachen mitbekommt, ja, was will man da mehr noch als Fußballer? Deutscher Meister, Weltmeister, ja, mehr kann man nicht bekommen. Ihr ganzes Leben war Fußball und Sport. Wie halten Sie sich heute fit? Ja, jetzt kann ich nicht mehr Fußball spielen. Ich habe bis vor 3 Jahren noch Fußball gespielt, habe ein neues Knie bekommen und dann konnte ich also nicht mehr spielen. Aber ich bin immer noch Fußballer und ich schaue mal jetzt jedes Spiel auch noch an, wenn ich auch nicht selbst noch mitspielen kann. Wenn Sie in die Zukunft schauen, was sind so Wünsche und Träume, die Sie haben? Ja, ich wünsche mir mehr persönlich oder, ja, oder dem Fußball. Nein, was Sie sich für sich wünschen. Ja, das ist selbstverständlich Gesundheit. Das ist wichtig, alles andere zählt nicht mehr. Dankeschön, alles Gute. Ja, bitte.